Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir die Runde abgeschlossen und wir machen heute weiter, indem wir hier weitergehen und Richtung Kakariko wandern. Denn ich habe jetzt mal off-cam, ich hoffe, überall alles markiert, was ich verpasst habe. Und ja, mal schauen, ob wir danach alles haben. Ich werde mich auf jeden Fall dieses Wochenende nochmal hinsetzen und schauen, dass ich auch wirklich alles markiert habe. Das heißt, ich werde jetzt mal jeden Boss, den ich hier habe, wieder wegnehmen. Und die privat sowieso nochmal klatschen, wahrscheinlich wegen Materialien und sonst was. Aber dass wir das wenigstens weg haben, dass ich mich nicht verwirre oder sonst was. Aber naja, heute schauen wir erstmal dahinter. Nach Kakariko. Da hätte ich vielleicht jetzt auch schon die Quest machen sollen mit den ganzen Dingern fotografieren. Aber die habe ich alle noch nicht. Deswegen werden die irgendwann anders nachkommen. Und dann, wenn wir von Kakariko weggehen, gehen wir hier runter. Schauen, dass wir diesen Schrein mitnehmen. Gehen zum Sumpf von Ranel. Holen uns den Schrein. Da oben sind die Ruinen. Da ist noch eine Quest. Keine Ahnung, von hier gehen wir wahrscheinlich Richtung Schloss, weil da sind tatsächlich noch zwei Ruinen, die ich übersehen habe. Hier sind noch Ruinen. Also wir haben noch ordentlich was zusammen. Höhlen meine ich natürlich. Und tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, den Himmel muss ich noch kontrollieren in der App. Aber wenn ich im Himmel alle Schreine gesammelt habe, dann fehlen mir tatsächlich nur noch 8 Stück. 6 Stück, meine ich. Und zwar die 6, die ich markiert habe auf der Karte. Müssten 6 sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, Gott, wo ist Nummer 6? Ach, werden wir dann schon merken. Das werden wir dann schon merken, wenn uns die Crocs die Schreine ausgeben. Aber wie gesagt, ich setze mich am Wochenende nochmal hin und schaue, dass ich Boss. Ist das ein Boss? Dich habe ich aber noch nicht. Ich weiß, wir können dich machen. Ich habe noch nicht, also können wir dich machen. Das heißt, es da unten ist auch ein Überrock für einen Boss. Aber nein, hier müssen eigentlich auch Dinger sein, glaube ich. Brunnen. So. Naja. Wir schauen einfach jeden Punkt an und das, was ich übersehe, das hole ich dann tatsächlich privat nach. Aber das sieht so aus, als wären es tatsächlich Bosse, die. Na, das da hinten müsste ein Schrein sein. Das müsste definitiv ein Schrein sein. Aber ich dachte, das hier ist ein. Das müsste hier irgendwo ein Brunnen sein. Wenn ich mich nicht täusche. Oder das war tatsächlich jetzt einfach nur dieser Shakes-Boss. Aber dann weiß ich echt nicht, warum ich mir das markiert habe, weil ich wollte mir die Bosse jetzt nicht markieren, sondern eher nur 1, 2, 1, 3, 4, 5. Ach, ist mir jetzt gerade scheißegal. Kann auch sein, dass es einfach nur ein Boss ist, gewesen ist und ich habe ihn einfach nur gerade falsch im Kopf. So, dass da hinten den Boss klatschen wir weg, weil den haben wir definitiv noch nicht. Den haben wir definitiv noch nicht. So. Was nehmen wir denn jetzt da? Gut, machen wir so. Ich habe noch keinen Balken. Ah. Down. Okay. Wir konnten nicht mal angreifen. Tatsächlich einfach nur dieser eine, das eine Horn. Okay, na dann.
Und hier müsste eigentlich ein Schrein sein. Zumindest ist da einer markiert. Und es ist keine Höhle in der Nähe, also... muss der irgendwie auftauchen. Aber wie? So, hier ist also ein Schrein. Okay. Willkommen im Land des Heiligen Schreins, mit dessen Schutze ich beauftragt wurde. Als dieses Land und sein Schrein auf die Oberflächen stürzten, war ich überzeugt, meine Aufgabe hätte ihr Ende gefunden. Doch ich fand mich am gleichen Ort wieder wie der Schrein und kann so meinen Pflichten immer noch nachkommen. Nun gut, meine Aufgabe ist es, denen, die dieses Land betreten, den Weg zum Schrein zu weisen. Bringe die dem Wasser entsprungenen Schüssel, die drei Editatellen da, auf das der heilige Schrein sich dir offenbare. Wenn du den Worten folgst und die Schüssel aller drei Altären darbringst, wird sie der Schrein öffnen. Ich hab vielleicht eine Idee. Was stand da jetzt als Quest drin? Bringe die dem Wasser entsprungenen Schlüssel den drei Altären da. Wasser entsprungenen Schlüssel. Da geht's nicht, hier sind Schlüssel drin, irgendwo im Wasser. Wäre vollkommen schade, wenn es irgendwo im Wasser Schlüssel wären. Und hier ist schon wieder Blutmond. Willst du mich verarschen? Ich könnte jetzt meinen, vielleicht mit dem Bogen draufschießen. Einfach so machen. Mit dem Dreifachbogen. Aber das bringt anscheinend nichts. Dem Wasser entsprungenen drei Schlüssel da. Schlüssel. Ich verstehe es nicht. Gefahr? Oh, jetzt habe ich mich selber angefroren. Nö, keine Ahnung gerade. Dem Wasser im... Es ist doch safe nicht sowas, oder? Eins. Aha. So. Safe nicht. Ich dachte, es ist aus. Gut. Okay. Nö. Hä? In der Konstrukt rede nochmal. Bringe die dem Schlüssel entsprungenen... dem Wasser entsprungenen Schlüssel, den drei Altären da. Wasser vermag seine Form zu ändern. Ah, wie sind wir hier? Wo sind hier drei Altäre, bitte?
Wie soll man das über allen Altären darbringen? Wo ist die Form, wo man es hinlegen muss? Probier es mit Wasserfrüchten. Oder muss ich hier den hier machen? Moment. Weil Wasser vermag ja seine Form zu ändern. Ja, Bro, und wo sind die Altäre? Der Regen wird es ja wohl nicht sein, oder? Nö, ich blicke hier gerade echt nicht durch. So, legen wir das mal weg. Verstehe es nicht. Wasser mag seine Form zu verändern. Ja, da haben wir entweder Eis. Bringe die dem Wasser entsprungenen Schüssel den drei Altären da. Dass sich der heilige Schrein sich die offenbar. Ja, aber wo sind erstens die Sockel für den fürs Opfern und dann, was meinen die mit dem Wasser entsprungenen Schüsseln? Schlüsseln oder Schüsseln? Schüsseln. Ich habe jetzt noch eine Idee. Bin mir ziemlich sicher, das ist auch falsch. Vielleicht Fische. Weil hier in der Nähe ein Haufen Fische sind. Eins. Zwei. Nö. Bro. Wasser vermag seine Form zu ändern. Was will mir das denn jetzt sagen? Ja, es gibt Wasserfrüchte. Irgendwas mit dem bestimmt. Aber ich weiß nicht was. Naja, ich wurde gerade zum Essen gerufen. Vielleicht weiß ich bis nach dem Essen schon, was die Quest von mir will. Naja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt drüber nachgedacht. Und ich weiß nicht, weil hier flacken ja Eiswerfer und Flammenwerfer. Ich habe keine Ahnung. Aber dann wurde uns ja gesagt, Wasser kann auch eine andere Form haben. Mit Frostwerfern habe ich an Eis gedacht. Also als erstes an das Eis hier. Aber was ist, wenn die das Eis, normale Eisplatten meinen? Dann würde vielleicht auch der Flammenwerfer Sinn ergeben. Weil wenn man Eisplatten nämlich daneben hält, dürften die vielleicht sogar die Form haben. Das können wir ausprobieren. Dafür brauche ich jetzt aber keinen Eiswerfer, sondern einfach einen ganz normalen Eisbruchsding. Wenn ich die jetzt nehme, dann dürften die vielleicht funktionieren, nicht? So, wir haben es 5 Uhr morgens. Ich muss das schnell machen, weil sonst schmilzt mir das weg. Eins. Zwei. So. Hä? Da auch nicht mehr. Aber wenn das jetzt das ist, dann... Holy shit, ne? Dann ist es tatsächlich ein eher anspruchsvolleres Rätsel hier.
Als ob. Als ob. Moin. Das ist tatsächlich der Kack. So, war es davon der Flammenwerfer gewesen, du Game. So. Hä? Jetzt, du musst weg. Und du musst, glaube ich, so. Ist es noch ein Stückchen? So. Noch ein Stückchen? Immer noch ein Stückchen? Jetzt aber. Perfekt. Aber Bro, wer kommt denn auf sowas? Da muss ich tatsächlich jetzt mehr nachdenken. Aber was für eine andere Form? Da dachte ich tatsächlich erst an die Wasserfrüchte, ne? Boah, das war viel zu schnell. Ist zu klein, oder? Nee, nicht mal. Nicht mal. Okay. Ich drück da nach oben, danke. Okay, das war dann mal ein interessanter Schrein. Ein interessantes Schreinrätsel, sagen wir es so. Okay. Dann ein weiteres Zeichen der Bewährung. Schon wieder. Mann. Segenslicht. Okay, dann hier rüber. Kriegen wir sogar eine kostenlose Heilung mit. Damit dürften uns eventuell, wenn nicht alle Crocs im Himmel gesammelt haben, nur noch 5 Stück fehlen an Schreinen. Oder was laber ich? 5 Schreine, wenn die nur noch im Himmel alle da sind, dann fehlen mir nur noch 5 Schreine. So, wir können nochmal gucken. Einer ist da hinten, 2 ist hier. 3. 4, 5. Ja, jetzt passt. Jetzt fehlen nur noch 5 Schreine tatsächlich. Und ich habe 5 markiert. Wenn es tatsächlich die sind, die noch fehlen, dann haben wir's. Ja, gehen wir an dem Stall vorbei. Dann können wir gleich gucken, was der für ein Bild haben möchte. Und dann müssen wir nur noch nach Kakariko laufen. Dann haben wir es auch schon wieder. Dann haben wir es auch schon wieder. Und so tatsächlich viele Höhlen fehlen auch nicht mehr. Das heißt, wenn wir das fertig haben, sind wir bestimmt vorher mit den Schreinen fertig. Dann fehlen auch die Höhlen. Ich werde offcam dieses Wochenende mal schauen, dass ich alle Bosse fertig klatsche. Alle Wille der Weisen mitnehme, die noch fehlen, die 2. Schau, dass ich alle Schildaufsteller-Typen bis auf einen mache. Und dann schaue ich, dass ich in den Untergrund nochmal gucke, ob ich auch alles gesammelt habe. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns voll und ganz auf die Dinge konzentrieren, auf die Nebenquests und die Episoden. Und wenn wir auch das haben, können wir uns endlich dem finalen Boss stellen. Aber bis das passiert, sind bestimmt noch 20 Folgen oder so. Je nachdem, wie lange ich jetzt brauche für die Höhlen. Und wenn wir die Höhlen fertig haben, dürfte ich den Rest auch gemacht haben. Sprich, Schreien, normale Quests mal durchgeguckt, wie viele mir fehlen und sonst was. Ich hoffe, ich vergesse es nicht am Wochenende einfach zu gucken, was ich schon alles habe. Und wenn ich das markiert habe einmal ganz in der App, dann kann ich danach nur noch abhaken
Und ich schätze tatsächlich, dass ich nicht so viele Nebenquests verpasst habe. Meiner Meinung nach. Bestimmt habe ich alle, die ich jetzt noch markiert habe, die ganzen Stelle natürlich. Also in diesem Stall haben wir es. In diesem Stall haben wir das Bild. Jetzt in dem hier. Das heißt... In dem Stall haben wir es auch. Wir müssen in den zwei Stellen, also in Akala müssen wir nochmal die Stelle gucken. Aber naja. Mal schauen, was für ein Bild du willst, mein Freund. Oh, Link, du siehst dir immer noch diesen leeren Bilderrahmen an. Immer noch, habe ich die Quest schon. Wenn ja, habe ich es echt vergessen. Ah. Angelstedt. Wenn man vom Gipfel ist, wirklich ein Dorf. Ach, du komm. Ach, das war Hyrule schön zur Sonnenaufgang. Ja klar, die Quest habe ich schon. Hacke. Ah, hätte ich nur daran gedacht, dann hätte ich in Angelstedt alles mitnehmen können. Aber naja. Dann verbinden wir das vielleicht mit Taburasa. Wenn wir in Taburasa nämlich wieder unterwegs sind, schaue ich, dass ich da die ganzen Quests mache, die offen sind. Dann kann ich nämlich Dumster sagen, er muss nach Angelstedt gehen. Und dann, wenn wir nach Angelstedt gehen mit Dumster, können wir in Angelstedt die letzte Quest machen. Und wenn wir die Quest machen, können wir auch gleich das Foto mitnehmen und wieder hierher bringen. Aber naja, mal gucken, ob das auch wirklich so funktioniert, wie ich es geplant habe. Ich bezweifle es nämlich. Weil bis dahin habe ich es bestimmt vergessen. Ja. Rot ist da oben. Ich habe tatsächlich da oben irgendwo eine Höhle übersehen, ne? Ich habe allgemein ein paar Höhlen übersehen. Wo ich mir schon denke, wie konnte ich das? Weil die eigentlich mitten auf dem Weg waren, wo ich war. Aber mein, man guckt ja nicht immer an die Wände. Und bestimmt sind manche Öffnungen so scheiße versteckt. Oder so gut, nennen wir es so. Dass ich sie einfach nicht finden konnte. Nicht Synthese. Zeitung gab. Muss ich mich nur noch fliegen. Komm schon. Irgendwo hier. Mit dem Großen hier, glaube ich, war es. Ja. Ist die Öffnung oben? Oder weiter unten? Ich schätze weiter unten. Könnte aber auch so eine Öffnung von oben sein. So, denn hier sind hier Wasserfrüchte. So. Komm. Irgendwo muss hier eine Höhle sein. Ich sehe auch momentan keine Rumi. Wo ist denn diese Höhle? So. Haben wir ein Foto von einem Schleim? Das brauche ich ja nur für unseren lieben Dumster, dass er eine... Ah, dann ist die Episode vielleicht die letzte Quest, die fehlt. Nee, aber Dumster braucht das Foto, um eine Statue zu machen. Hey, wo ist jetzt hier die Höhle? Vielleicht auf so einem Felsen? Ich verstehe es nicht. Wo zum Geier ist die? Hier? Nö. Hier irgendwo? Bro, ich habe hier noch ein Ding markiert, eine Höhle. Wo ist die?
Normalerweise ist hier irgendwo ein Rumi immer in der Nähe. Da. Da. Gerade gesehen. Hühnerversteck. What the fuck? Moment, ist das eine Quest dann später für Kakeriko? Dass wir das finden müssen vielleicht. Aber interessant. Ah, Yunobo. So. Schleim, Truhe. Tierschild brauche ich eigentlich nicht. So. Ach, die Fresse, ey. Dann machen wir halt den hier. Da. Ach, das ist wieder der Dreierbogen. Dann zurück auf meinen... Ah, bleiben wir auf den. Hab ich hier? Den mal neu hier. Okay, manche dieser Höhlen sind halt... Habe ich schon vorhin erwähnt, ne? Nicht? Das war doch vorhin das Gesprächsthema. Manche dieser Höhlen sind echt gut versteckt. Und die kann man so leicht übersehen. Aber ich habe in Kakeriko hier gleich zwei Höhlen übersehen. Irgendwo da. Ich schätze dann am Wasserfall. Und zwar oben vielleicht. Tatsächlich, ist der Wasserfall. Höhle von Kakeriko. Hm. Ah, alles klar. Ach komm, jetzt sind sie weg, weil ich da runtergefallen bin. Meine Fresse. Okay, what the hell? Hätte mal joi. Ah, Mann. So, dann haben wir die Höhle auch. Da versteckt sich nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ein besonderer Ort ist, weil das hier so abgeschnitten ist. Naja, dann gehen wir schon mal in Richtung, in diese Richtung hinter, damit ich vielleicht schauen kann, ob ich den Schrein schon sehe oder nicht. Oder ob ich wieder so rätseln muss, wie bei dem letzten Schrein gerade eben. Was ich immer noch sagen muss, manchmal sind diese Schreine so einfach und manchmal komme ich nicht hinterher mit, hä, what the fuck muss ich da machen, ne? Das ist nicht mehr normal. Aber naja. Es soll nicht alles einfach zu holen sein. Oder ich bin einfach schon so durch und denke einfach viel zu kompliziert in diesem Game. Wahrscheinlich das ist es. So. Einfach weiter. Einfach weiter. Ist irgendwo da. Ist safe auch schon wieder ein runtergefallenes... Ja, ich sehe schon hier. Safe irgendwie hier, mit dem verbunden. Irgendwie bestimmt verbunden hier. Ah, mit dem da, drüben. Willkommen im Land des Heiligen Schreins, mit diesem Schutze ich beauftragt wurde. Meine Aufgabe ist es, den Fremden in diesem Land mit folgenden Worten den Weg zum Schrein zu weisen. Wenn die Sonne erwacht und das weiße Muster taucht in tiefdunkle Nacht,
Ein heiliger Schrein zeigt seine Pracht. Sollte es dir gelingen. Da ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Naja, mal gucken. Probieren wir es einmal mit Sonnenaufgang. Wenn die Sonne erwacht, tiefdunkle Pracht. Ah, ich sehe schon, was ich machen muss. So. So. Komm. Vielleicht, ich habe noch eine Idee noch. Das sind zwei. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Okay, das war jetzt irgendwie ein einfacher Schrein, ne? Den machen wir noch. Besser gesagt, wir gehen noch rein und beenden innen drin. So. Wieder ein Segen. War aber auch klar. Großer Zauberstab. Den muss ich kurz mitnehmen. Gut, hier. Gut. Da würde ich wieder sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Ciao. Euer Gladius.